Bei Dutzenden Einsätzen werden im Mittelmeer binnen 2 Tagen rund 6.000 Flüchtlinge gerettet. Etwa 3.000 Flüchtlinge werden nach Angaben der italienischen Küstenwache am Samstag geborgen. Ebenso viele werden demnach am Freitag gerettet. Die libysche Küstenwache rettet nach eigenen Angaben am Samstag etwa 170 Flüchtlinge aus Seenot, muss ein zweites Flüchtlingsboot jedoch aus Mangel an Personal und Schiffen seinem Schicksal überlassen. Libysche Fischer bargen weitere 371 Menschen von Schlauchbooten aus dem Meer. Mahmoud und Doa sind mit ihrem Baby vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet. Nachdem sie aus dem Sudan nach Libyen geflohen sind, haben sie 5-mal versucht, Libyen zu verlassen. Am Ende entscheiden sie sich für den illegalen Weg und zahlen 10.000 Euro pro Person. From the Syria to this point. Von Syrien bis zu diesem Punkt mehr als 10.000 Euro. Mehr als 10.000 Euro. Und wir haben in Libyen versucht, die UN zu fragen. Nur, sie haben uns nicht akzeptiert, weil ich bei den UN-Flüchtlingen nicht registriert bin. Also bist du in die UN gegangen? Ja, ich habe sie angerufen. Sie sagten, sie müssen die Registrierung von Anfang an machen. Und wenn die Zeit gekommen ist, kann es vielleicht ein Jahr dauern. Ein Jahr. Wir können nicht ein Jahr in Libyen bleiben. Wir können nicht. Seit einiger Zeit versuchen wieder mehr Menschen in zumeist kaum seetüchtigen Booten über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR erreichen allein im ersten Quartal dieses Jahres bereits knapp 24.000 Flüchtlinge von Libyen aus Italien. Im gleichen Vorjahreszeitraum sind es knapp 18.000 Menschen. Schlepper nutzen das politische Chaos aus, das in Libyen seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi 2011 herrscht. Von der libyschen Küste bis nach Italien sind es rund 300 Kilometer.